Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Wario Land 1 bzw. Super Mario Land 3. Wir haben ja letztes Mal Rice Beach abgeschlossen, schätze ich mal. Wir machen jetzt mal mit Mount Teapot weiter. Man sieht auch so schön, dass das so ein bisschen wie so ein Teekesselchen aussieht. Ja. Es ist jetzt gerade hier wieder eine ganz spontane Aufnahme. Kann ich nichts gegen machen. Ja, und zwar ist das eine ganz spontane Aufnahme. Ich warte. Momentan eigentlich auf den Dennis. Damit wir wieder ein bisschen Borderlanden können. Ich habe heute den ganzen Tag. Ich habe heute Urlaub gehabt. Ich habe heute den ganzen Tag. Kann ich töten? Nein. Kann man nicht. Okay. Genau, ich habe heute Urlaub gehabt und habe den ganzen Tag Oddworld gespielt. Also das neue New and Tasty. Komm ich da oben jetzt nicht mehr dran? Nö. Dann halt nicht. Doch, komm mal wohl. Oh. Scheiße. Da war die Geldgier wieder zu groß. Ja, genau. Urlaub. Ich habe mir extra für das Spiel Urlaub genommen. Das ist halt das Spiel meiner Kindheit. Wow. Und da musste ich das einfach mal tun. Ich wollte mir eigentlich am Freitag schon Urlaub nehmen. Also eigentlich nur den Freitag, weil... Mittwochnachts ist es ja rausgekommen. Ich hätte mir eigentlich auch noch Donnerstag Urlaub nehmen können, aber Donnerstag haben wir eine Physikarbeit geschrieben und dann hätte das eh keinen Spaß gemacht. War hier nicht irgendwo so eine Kiste? Nein. Ich meine, hier kann man irgendwo nach oben. Ja, auf jeden Fall, ich habe Donnerstagabend habe ich das Spiel ja schon mal angezockt. Nach meiner Physikarbeit natürlich. Und, war mega angepisst, als ich dann gezockt habe. Ja. Weil die netten Damen und Herren haben die Steuerung komplett geändert. Ich habe dann gesagt, oh nee, jetzt kann ich das Spiel nicht spielen. Aber ich habe mich dann doch dran gewöhnt an die Steuerung. Als ich dann aus Rapture Farms draußen war. Also es hat schon ein bisschen gedauert. Und ich hab's dann heute, habe ich dann fertig gespielt, also den ersten Durchgang. Und da haben mir dann drei Mungarkens gefehlt. Ich habe gedacht, nein! Wo habe ich die denn jetzt vergessen? Hoffentlich nicht am Anfang. Aber dann habe ich gesehen, dass man die Sachen, in der Kapitelwahl auswählen kann und man sieht auch, wo man wie viele Mudaken, also nicht wie viele, sondern wie viel Prozent man von den Mudaken gerettet hat. Und ich habe es dann gesehen, dass mir im Zulag was? Dass mir im Zulag 4 haben mir dann die drei Mudakens gefehlt und das ist quasi das vorletzte Level, was überhaupt nicht lang ist. Ja, und ich habe einfach beim allerersten Durchgang vergessen, die Mudakens zu retten, weil die halt ganz rechts im Bildschirm waren und ich habe schon gedacht, ich hätte die geholt. Aber ja, das war dann nicht der Fall. Aber ich finde, das ist ein sehr gelungenes Remake. Ich werde mir auch auf jeden Fall dann... Also ich habe gelesen, dass jetzt schon
an Exodus dran bin. Ach, fick dich doch, du Hurensohn-Igel. Ja, das werde ich mir auf jeden Fall auch kaufen. Da haben sie echt gute Arbeit gemacht. Also das ist... wunderbares Remake ist das. Besser hätte man es nicht machen können. Ach, guck mal. Da drüben! Weiß es nicht. Ah, hier ist bestimmt ein Checkpoint. Jedenfalls hoffe ich das mal. Muss rein da. Ja, ein Checkpoint. Jetzt kommen wir vielleicht doch oben raus. Das ist ja ziemlich genau zentriert da drunter. Oh, das Telefon klingelt. Ich gehe mal gerade dran. So, da bin ich wieder. Ist da irgendjemand von der AOK? Aber ich habe noch nie so eine nette Person gehört. Also, halt. Von der AOK jemanden. Ich habe keine Ahnung, wie wir da oben hin sollen. Ah, auf. Na, ach man, ey. Das geht mir echt tierisch aufs Ei. Ich mag dieses Klicken, Knacken, Gedöns. Ich kann das nicht nachmachen, die Musik. Das habe ich zu selten gehört, leider. Hallo? Ein Auto! Wo dann bin ich... Wo drin? Wo dran bin ich denn eben gestorben? Ich weiß das schon gar nicht mehr. Ach genau, hier haben wir einen Vogel! Mann! Drecks Auto da draußen. Hör auf! Oh Mann, ich will das nicht nochmal machen. Das ist echt... Das Level ist... Ach, stimmt! Wir haben ja Checkpoint. Ganz vergessen. Gut, dass ich mit denen geholt habe. Das hier wieder. Das ist besser. Oh, diese Igel, ne? Das war gut. So, hier war ein Herz drin, genau. Ne, da komme ich nicht hoch. Das können wir knicken. Na! Heieiei!
doch, so können wir aber da hoch. Ist hier irgendwas? Außer Münzen? Nein! Oh. Ach, fick dich doch, Mann. Das ist jetzt echt... Und dieses Auto da draußen wieder, ne? Meine Nase juckt. Ey, ich bin eben so kurz vom Ende gestorben. Okay. Das Geld verzocken wir wieder. Ah, machen wir nix. Ah. Oh, jetzt nochmal links. Ach. Fick dich doch, ich hab heute echt überhaupt kein Glück. Na gut, aus 18 macht 2. So, hier gibt's einen extra Ausgang, so wie ich das gesehen habe. Sich von hinten nach vorne. So. Sind wir wenigstens schon wieder groß? Hm, können wir da runter? Oh. Ich hatte gestern Abend richtig Bock auf Grillen. Weil draußen hat auch irgendjemand gegrillt und es hat halt so gut hier reingebrochen. Wenn man das so sagen kann. Oh, das war so. Das war so ein Glück, ne? Ob das jetzt so gut war. Werden wir jetzt gleich sehen. Checkpoint da oben. Ah, ich hole mir den. Was ist ein Fliegerät? Muss man das ja unbedingt brauchen anscheinend jetzt hier. Ich wollte gerade mit dem Select-Knopf, der nicht existiert, auf dem Joypad hier oder auf dem Pad gewöhnt. Wollte ich einen Quicksave machen wie bei Ape, aber es geht ja nicht. Ich hätte eigentlich am Wochenende ein bisschen mehr aufgenommen. Wäre Oddworld nicht rausgekommen. Was war das denn gerade?
Herz. Münze. Münze. Hier ist so Strömung. Ach, da haben wir wieder sowas. Boah, ich hab gedacht, er wird das in die Hand nehmen. Hat's gerade geruckelt. Ah, der sehr ist ein Error. Ein Error vor allem. Ein Error. Okay. Oh, ich will das aber nicht nochmal machen, das Level. Schnell, schnell, schnell. Ah. Komm. Das reicht, wir gehen jetzt raus. So, tschüss, tschüss. Aber wenigstens mal ein bisschen was in der Tasche, ey. 262.